Hallo und willkommen zurück bei Das Schwarze Auge Satinas Ketten. Ja, wir sind hier bei den Drogenelfen, Feen, was auch immer. So viel weiß ich noch. Ich habe jetzt 2 Wochen lang nicht gespielt, weil ich jetzt letzte Woche dann doch ein bisschen beruflich eingespannt war. Deswegen keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen irgendwelche Aufgaben für die Drogenkönigin da irgendwie machen. Achso, da können wir ja tatsächlich hier hochlaufen. Ne? Okay. Seltsam. Ist unter mir jetzt der Abgrund oder das Becken da unten? Ja, keine Ahnung. Keine Zeit, mich zu waschen. Wieso nicht? Du hast 2 Wochen jetzt hier rumgegammelt. Der komische V hat dir bestimmt auf den Kopf geschissen. Und du willst da nicht baden? Naja, sei es drum. So, ja, keine Ahnung. Was müssen wir machen? Seltsam. Das Becken da oben ist zugleich das Becken da drüben. Das ist verwirrend. Ja, ja. Wie alles hier. So, was haben wir denn hier alles? Ah, wir haben ein Augenwesen in der Tasche, was schläft. Wir haben einen Speer. Wir haben einen Kelch. Wir haben einen Flechtkorb. Unser Feuerstein und Stahl. Und unser treues Messer. Okay. Ja, wenn das mal nichts ist. So, wo kommen wir denn hier hin nochmal? Das war doch hier irgendwie... Ah ne, da kommen wir hoch, da unten geht's ins Museum rein, ne? Ja. Ach, den da oben müssen wir ja auch noch irgendwie in irgendeine Richtung drehen, für irgendwas. Naja. Mal gucken, ob ich das noch alles wieder zusammenbekomme. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch was übersehen. Hier gibt's Hörner. Dann nehmen wir die mal mit. Warum hängt da ein Faden? Das ist eine Bogensehne. Ja, dann... Horn und so. Noch ein Horn? Oh, jetzt haben wir 2 Hörner. Halt. Nicht I wie Inventar, sondern hier unten, bitteschön. So, können wir... Bogenhälften. Nein. Das sind die Teile eines zerbrochenen Bogens. Okay. Was auch immer. Dann mal hier rein. Schale. Soll das etwa auch Kunst sein? Nein, das ist eine Schale. Das ist nicht zwingend Kunst. Das ist absurd. Das ist absurd. Ja, okay. Dann ist das absurd. Können wir den Farbstein mitnehmen? Ach so, dann... Stimmt, dann haben wir ja jetzt hier irgendwie irgendwas gemacht. Ah ja, Winter ist ja dann. Können wir den Farbstein nochmal hier reinmachen? Der macht doch hier bunt. Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Nee. Okay, verdammt. Nimm mit. Dann legen wir das da unten hin, wenn Orange fehlt. Wieso fehlt denn da zwingend Orange? Wer hat das Orange geklaut? Ja, nicht nur überarbeitet, sondern auch irgendwie meine Stimme versagt hier leicht. Achso, hier können wir reingucken. Da gucken wir ins... Weiß ich gar nicht mehr, wohin. Ach ja, hier in den Garten. So, und da hängt ein Apfel, den ich glaube, wir müssen diesen Apfel hier bekommen. Irgendwas war doch da. Mit den Bienen müssen wir auch, glaube ich, noch was machen. Ja, okay, also wir haben einen kaputten Bogen. Geh mal weg da. Wir haben einen kaputten Bogen. Ja, aber ich habe keinen Pfeil. Hm.
Und was kann man mit dem kaputten Bogen machen? Kann ich den hier ganz machen? Ich habe doch hier super dolle Zauberkräfte. Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. Ja, ich sag ja halt, die Drogenfeen halt. So, jetzt habe ich hier... Waffen für Kunstwerke auf die Idee... Ja, ist gut. Ich habe einen Speer. Können wir den Speer irgendwie... verkleinern oder den da irgendwie... Ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Egal. Funktioniert bestimmt. Zu groß. Keine Zeit, mich zu waschen. Ja. Seltsam. Das Becken da oben ist zugleich das Becken da drüben. Das ist verwirrend. Ja, glaube ich. Faunrad. Können wir hier eine Feder raus? Zu weit weg. Ja, dann geh doch dahin. Ach so, nee, der steht ja hier in der Mitte. Warum ist immer alles unerreichbar? Ja, ist ja gut. Seltsam. Ist unter mir jetzt der Abgrund oder das Becken da unten? Ja, keine Ahnung. Können wir das hier irgendwie feststellen? Können wir hier... das da runterwerfen? Geht nur verloren. Geht nur verloren, toll. Ja, wenn ich jetzt hier eine Münze hätte, dann könnte ich die ja da runterwerfen. Geht nur verloren. So, ja, keine Ahnung. Was müssen wir denn eigentlich jetzt noch machen? Also, das war irgendwas mit dem Apfel. Dann müssen wir da mit der Statue da was von der Königin da irgendwie machen, dass die in allen Regenbogenfarben leuchtet. Was war das dritte? Ach so, hier, dass hier die blinde Statue sie anguckt. Nö? Irgendwie sowas. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Naja, das Wesen kann, glaube ich, nur riechen. Der Wetterhahn ist ein Krebs mit einer riesigen Nase. Gut, jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Hast du eine Ahnung? Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Mist, ja. Süden? Südosten. Ja, schon klar. Irgendwie müssen wir doch hier mit dem da auch noch irgendwie was machen? Und dem V irgendwas? Ich darf keine allzu langen Pausen machen. So, haben wir hier sonst alles? Ja. Beziehungsweise ja, nee. Also ich glaube, ich habe doch alles eingesammelt. Hier, können wir am Wasserfall? Mich wundert überhaupt nichts mehr. Mich wundert überhaupt nichts mehr. Können wir da Wasser... Geht nur verloren. Wieso? Du sollst einfach da nur Wasser holen. Ich weiß wenn du nicht warum, aber nimm halt. Wo ist denn eigentlich da? Von da sind wir gekommen, ne? Da, das komische Portal da. Hier das. Da gibt's auch nichts Neues. Brunnen. Nicht. Durch den Brunnen komme ich hier sicher nicht raus. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Ja, sehr wahrscheinlich ist da oben der Garten oder so. Okay, hier haben wir nichts. Haben wir denn hier drin noch was? Ah ne, da kommen wir ja nach oben und da kommen wir auch nicht viel weiter. Wir können ja hier nicht rüber hopsen. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Ja, aber ich würde gerne da rein. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das,
Der Seher war auch in dieser Welt? Und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott aufgeschwungen? Na gut, das Erste haben wir ja schon längst geklärt, dass der hier schon da war. Ich glaube, wir müssen einmal mit dem V da reden. Ich weiß nämlich jetzt nicht so ganz genau, was es mit dem dann nochmal auf sich hatte. Der zeigt doch irgendwie das... Uhrzeit irgendwas an oder sowas. Alter, red mit dem V! Nicht weglaufen. Pavauris? Ja, bitte? Seufzendes Einsiedlers. Ach so, das war der oben, der Krebs, so Uhr. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Ja. Okay, schlaf. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Wie hilft mir das weiter? Also momentan irgendwie glaube ich gar nicht. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile, aber... Es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt drei Dinge. Erstens, Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schillernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens, ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Die Gesetzesmuscheln verbieten es. Dabei hat Okulunculus diese Feste so geliebt. Tja, okay... Ach, das waren ja da diese Muscheln von wegen, ja, du darfst nichts mehr machen und so. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Ja, okay. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Das heißt, wir brauchen ja einen schönen Geruch. Können wir ihn hier zum Pupsen bringen? Vielleicht hilft das schon. Nein. Fragen wir ihn mal. Ob er gerne Bohnen essen würde oder Kohl oder sonst irgendwie was. Ach Gottchen, ja. Begehbarer Kopf. Erzähl der mal. Der Statuenkopf ist begehbar, sagtest du? Ja. Aber wie gesagt, dort wird gerade gemalt. Was sind das für Gesetze, die die Königin erlassen hat? Gesetze, die uns vor der ewigen Nacht bewahren. Sie wurden in Muschelschalen eingeflüstert und in ganz Nairut-Neva verteilt. Ja, alles, die Gesetze. Alles klar. Tschu. Ich weiß nicht, also irgendwas kann man anscheinend mit dem Wasserbecken hier machen. Können wir da hier aus unserem Messer ein richtiges Schwert basteln, irgendwas? Das kann ich nicht zerstückeln. Doch, kannst du. Da helfen keine Schnitte. Hier, mach mal Wasserfall. Lässt sich das schneiden? Was weiß ich? Können wir das hier... Hier unser Augenwesen kann das... Ich will überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Es ist Wasser. Geht nur verloren. Von hier aus macht der Wasserfall höchstens Sachen größer. Aha, okay, dann geh mal hier hoch. Also doch halt, ja, vergrößern. Und hier, weil wir hier irgendwie kleiner sind... Jetzt da kleiner, alles klar. Komm mal. Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Jetzt! Das Wasser fließt. Lass einfach fallen! Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Wie drehe ich denn den Mist hier rum?
Muss ich, fließt das richtig rum, wenn ich hier an dem Dingsbums drehe? Also hier. Fließt es dann richtig rum? Und geh nochmal raus. Sieht mal so aus. Gut. Speer rein. Gulp. Hui. Okay. Na, nee. Ach. Kleiner Speer. Hm. Immer noch zu groß, oder? Da jetzt. Jetzt machen sich die stundenlangen Zielübungen mit Gwindling endlich bezahlt. Okay. Können wir damit jetzt da auf den Apfel schießen oder muss ich hier wieder drehen? Also dann, Fex, steh mir bei. Ha! Ja, super. Ich kann ihn immer noch nicht erreichen. Und wo ist der Pfeil hin? Habe ich echt nicht aufgepasst, wo das Ding hingeflogen ist. Nee. Okay, aber ich denke mal, ich muss jetzt hier drehen, dann fällt der Apfel irgendwie runter und ich kann mir den da aus meinem komischen Startdingsbums da holen. So, drehen. Cool. Na, ach so, da geht's raus. Nicht irgendwie an der Seite, sondern durch die Tür, bitteschön. Ja, da ist er. Ja, wunderbar. Nimm mit! Ja, toll. Der Apfel aus dem Garten. Ja, hurra. So, das können wir der Königin, glaube ich, schon mal in die Hand drücken. So, komm mal her. Geh mal zur Tante. Tag. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Eine hat er so gelöst, ja. Majestät, ich bringe euch den Apfel. Tatsächlich, Nachthaar. Diese Aufgabe ist wohl gelöst. Ja, ja. Nochmal Aufgaben, erzähl Welche mal. Aufgaben soll ich erfüllen? Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Ja, da fehlt uns er Orange. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Diesmal sollte er es sich besser einprägen. Ja, ja, ist ja gut. Mein Gott. Achte er unser Gesetz? Er ist ziemlich genervt von der Tante. So, ja, dann legen wir den Apfel einfach so ab, alles klar. Gut, ja, also... Statue von ihr, lebensgroß. Das heißt, ja, müssen wir nochmal hier mit Wasser und so sehr wahrscheinlich zaubern, weil die Statue oder das Ding, was wir da haben, ist ein bisschen klein. Ich hoffe nur, dass das dann hier auch funktioniert. So. Ja, mit dem komischen Angucken, weiß ich nicht. Müssen wir dann Feuerchen machen? Keine Ahnung. Na gut. Können wir... Ja, ich bin gerade am Überlegen, bevor ich jetzt hier die Folge beende, ob man den Kelch mit dem Bogen... Das bringt nichts. Nein. Mit dem so wird das nichts. Auch nicht. Hm. Ja, uns fehlt die Farbe Orange. Wo kriege ich Orange her? Irgendwas hat es noch sehr wahrscheinlich mit diesem Honig da auf sich, weil der ist ja auch noch irgendwie anklickbar. Das ist alles grau. Mit ihm können wir quatschen, mit der Wache auch noch, aber die
sind momentan nicht wirklich kooperativ. Ja, hier. Da, Honig, Bienenstock, Honig und so weiter. Wenn wir das irgendwie einsammeln könnten. Kelch haben wir aber... Ich scheuche sie lieber nicht auf. Bin ganz froh, dass sie beschäftigt sind. Ja, aber unser Arm ist auch... Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen. Viel zu kurz. Aber ich bin zu weit weg. Ja, sage ich ja. Und ich habe auch keinen Stock oder so oder sonst irgendwie was. Haben wir irgendwo einen Stock gesehen? Können wir hier so ein Ding rausbrechen? Nee. Hier oben? Auch nicht. Tjo. Nee. Gut. Wie auch immer. Ist da vielleicht ein Stock drin? Haben wir hier noch irgendwas bei ihm hier übersehen? Ach, hier ist eine Stange. Schau mal eine an. Nimm mit. So, haben wir jetzt hier alles von ihm hier geklaut? Skulptur. Ja, deswegen machen wir mal hier die Hilfe an und schauen. Ja, sieht so aus. So, dann können wir jetzt hier Stange und das Ding... Das ist völlig verrückt. Aber ein guter Vogelfänger passt sich an seine Umgebung an. Ach, hurra! Ein verlängerter Kelch. Dann gehen wir damit noch schnell unseren Honig holen. Und dann... Ja, mit dem Honig, keine Ahnung, denke ich mal, kriegen wir irgendwie Orange hin, oder? Ist doch sehr orangig. So. Halt mal auf. Gulp. So. Und jetzt? Kelch mit Honig. Und aus dem Brunnen fließt goldener Honig. Wenigstens mit dem Golden haben die Geschichten recht. Mhm. Ja, können wir das ja jetzt da oben irgendwo anschmieren. Holen wir den Farbstein mit. So, da. Farbstein drauf. So, und jetzt... ja, Honig drauf? Rinling hat früher manchmal mit Honig gemalt. Ich habe ihn lieber gegessen. Gab ja selten genug welchen. Okay, gemalt. So, man kann doch hier den Kristall auch noch entfernen, ne? So, können wir jetzt da? Oder brauchst du einen Pinsel? Rinling hat früher manchmal mit Honig gemalt. Ich habe ihn lieber gegessen. Gab ja selten genug welchen. Ja, mach aber trotzdem mal hier... Tja, nee. Gut, dann wird er wohl noch einen Pinsel brauchen, oder? Ja, uns fehlt... Irgendwie... Können wir das da... Der Honig ist golden, aber der Statuette fehlt orange. Ach, das fällt doch nicht so auf. Ja, dann stell sie halt wieder hin. Ja, nimm den Farbstein nochmal bitte mit. Ja, und dann machen wir dann doch mal hier tatsächlich Schluss. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. In der Hoffnung, dass ich dann weiß, wie man da aus Gold, Orange macht. Bis dann.